Wie du mit Rek'Sai den Jungle dominierst, was du dafür machen musst und was das beste Pathing auf ihr ist, wirst du in diesem Video erfahren. Moin moin und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Phil und ihr schaut Get Good mit Rek'Sai. Dieses Format soll dir in kurzer Zeit einen möglichst detaillierten Einblick zu dem jeweiligen Champ geben. Abonniere diesen Channel, damit du keine weiteren Videos und Guides verpasst. Fangen wir aber jetzt direkt an. Wie immer starten wir mit den Runen, der Skill Order und dem Item. Seitdem Conqueror auf Patch 9.10 erneut genervt wurde, empfehle ich den Domination Tree mit Hail of Blades als Key-Rune mitzunehmen. Darauf folgt dann Cheap Shot, Zombie Ward und Relentless Hunter. Als Second Tree eignet sich der Precision Tree mit Triumph und Legend Alacrity sehr gut. Hierbei kann man aber auch durchaus mit der Legend Tenacity spielen, wenn das gegnerische Team CC Heavy ist. Als Zusatzwerte nimmt man wie bei den meisten Attack Speed, Adaptive Force und Armor mit. Auch die Skill Order ist sehr straightforward und daher startet man mit der Q, lässt die W folgen und als drittes skillt man schließlich die E. Bei dem Maxen der Skills startet man mit der Q, lässt allerdings die E dann folgen und levelt als letztes die W. Es gibt auch ein paar Spieler, die E-Max spielen, aber davon würde ich euch schlichtweg abraten. Auch das Item-Bild von Rek'Sai ist relativ simpel. Man startet mit dem blauen Warrior Jungle Item und entscheidet sich bei den Boots entweder für Ninja Tabis gegen Auto-Attack-lastige Gegner und für Mercs bei einem CC-Heavy-Gegner-Team. Dann kommt eigentlich immer Black Cleaver und darauf folgt Guardians Angel und Starrix. Ich persönlich bevorzuge aber Starrix vor Guardians Angel. Hoffentlich kommt ihr nicht zu der Entscheidung von eurem letzten Item. Aber wenn doch, dann habt ihr eine freie Wahl. Am besten geht es wieder in die Off-Tank-Richtung und passt sich mit den Resistenzen dem Gegnerteam an. Bei dem Jungle Pathing gibt es seit neuestem eine Strategie, von der ich persönlich ein großer Fan bin. Das bedeutet, du startest immer bei deinem Red Buff und machst danach die Raptoren und Trucks. Dank den Trucks hittest du anstatt bei 4 schon mit 3 Camps Level 3. Damit bist du voll ausgestattet, um einen effektiven Gank zu setzen. Den würde ich generell auf der Sidelane ansetzen, auf der Blue Side also Botlane und dementsprechend auf Red Side Toplane. Natürlich gibt es aber auch Fälle, wo ein Midlane Gank sehr ansprechend ist. Da solltest du dann nach dem Red Buff zuerst Trucks machen und danach Raptors, damit du weniger Zeit für den Gank verbrauchst. Durch den Gank von dir wird deine Lane Pressure haben und dir beim Invaden, falls es brenzlig wird, helfen können. Das bedeutet, dass du ins Vertical Jungling gehst und somit die Enemy Blue Buff Jungle Side invadest. Nachdem du erfolgreich invaded hast, kannst du durch die speziellen Gankrouten von Rek'Sai durchaus wieder die gleiche Lane ganken und den hoffentlich fehlenden Flash abusen. Allgemein kann man mit Rek'Sai generell sehr gut eine Lane sitten, weil der Gegner sich schwer tun wird, gegen deine Ganks zu warden, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Die Frage, wie schwer ist Rek'Sai, würde ich mit 2 von 5 Ambossen beantworten. Das liegt daran, weil das Kit allgemein einfach keine wirklichen Kombos aufweist und der einzige Skillshot die Q im eingegrabenen Zustand ist und die auch noch eine wirklich große Range hat. Ansonsten ist Rek'Sai wirklich einfach zu spielen und binnen ein paar Games sollte man den Dreh raus haben. Als Lehrquelle Nummer 1 kann ich euch den Spieler Lurox an die Hand geben. Er spielt zurzeit bei Schalke in der First Div der ESL und hat davor bei Ad Hoc Gaming gespielt. Ansonsten spiele ich momentan auch sehr viel Rek'Sai und habe auch ziemlich guten Erfolg mit ihr. Dank dem Champ bin ich auf 200 LP Grandmaster geklettert. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Abonniere meinen Channel und aktiviere die Glocke, damit du beim nächsten Livestream direkt am Start sein kannst und schreib mir gerne deine Meinung zu Rek'Sai Jungle in die Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit Rek'Sai.